Du hörst den Biohacker-Podcast von Prime Estate. Kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufwachst und sofort topfit aus dem Bett springst? Wenn du im Flow an einem Ziel arbeitest und dabei völlig die Zeit vergisst? Wenn du auch nach Feierabend noch genug Ruhe und Energie für dich, deine Freunde und Familie findest und am Abend entspannt und zufrieden in einen erholsamen Schlaf gleitest? In diesem Podcast zeigen wir dir, wie es dir fast jeden Tag so geht. Denn wir sind Prime Estate, we bring energy for life. Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es in einer besonders knackig kurzen Episode um das autogene Training. Wir klären, was genau autogenes Training ist, welche Vorteile es mit sich bringt und wie auch du es im Alltag für dich umsetzen kannst. Ausführliche Details kannst du gerne jederzeit im entsprechenden Beitrag zum autogenen Training von Janis Budde nachlesen. Legen wir direkt los. Autogenes Training ist eine Form von Selbsthypnose. Es hilft dir dabei, Körper und Geist besser zu entspannen. Autogen bedeutet dabei so viel wie aus eigener Kraft. Durch Selbstsuggestion gibst du deinem eigenen Kopf den Auftrag, eine entsprechende Körperpartie zu entspannen oder etwas mit ihr geschehen zu lassen. Die Augen werden müde, der Herzschlag ruhig und langsam, der Bauch ganz warm oder die Beine werden schwer. Während andere Methoden, wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, direkt am Körper ansetzen, sind es hier die eigene Vorstellung und die eigenen Gedanken, die dir gewünschten Effekte liefern. Wenn wir über Entspannung reden, reden wir zwangsläufig auch von Anspannung oder besser gesagt Stress. In unserem Körper wirken zwei Kräfte. Das sympathische Nervensystem, welches uns wach und leistungsfähig hält, und das parasympathische Nervensystem, was uns wieder runterfahren, regenerieren und entspannen lässt. Durch emotionale Wendungen und Schicksale, Umweltgifte, Ernährung oder auch durch einen unnatürlichen Lebensstil kann der Wechsel dieser beiden Kräfte manchmal ordentlich ins Wanken geraten. Und genau hier kann das autogene Training uns eine echte Wohltat bieten. Durch die willentliche und aktive Suggestion kann der Körper langsam wieder in Entspannungszustände gebracht werden. Unser autonomes, sprich von selbst wirkendes Nervensystem reguliert sich besser und agiert so nicht mehr ständig im Flucht- und Kampfmodus. Auch wissenschaftlich ist autogenes Training mittlerweile gut erforscht. So wurde in einer Vielzahl von Studien eine signifikante Verbesserung von vielen stressbedingten Symptomen beobachtet. Wenn du also zum Beispiel unter Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Stress oder Verdauungsproblem leidest, kann autogenes Training das Richtige für dich sein. Genauso sieht es bei Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafstörungen aus. Oder auch bei nervlichen Problemen und Angstzuständen bis hin zu Depressionen und Atembeschwerden. Kommen wir damit direkt zur Umsetzung. Um in das autogene Training einzusteigen, kannst du super mit unserem 5-Schritte-Plan starten. Schritt 1 legt den Grundstein. Setze oder lege dich hin. Atme ein paar Mal tief durch und schließe die Augen. Versuche bereits beim Einatmen, dich zu entspannen. Bei Schritt 2 sagst du dir im Geist den Satz „Ich bin ganz ruhig“ und wiederholst ihn 4 bis 5 Mal. Gib dabei dem Gefühl des Zur-Ruhe-Kommens immer mehr nach. In Schritt 3 konzentrierst du dich nun auf unterschiedliche Bereiche des Körpers. Sage 5-mal langsam in deinem Geiste: „Meine Beine sind ganz schwer“ und stell dir gleichzeitig vor, dass deine Beine tatsächlich ganz schwer sind und immer schwerer werden. Als nächstes lenkst du in Schritt 4 deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauch. Sage dir selbst in deinem Geiste: „Mein Bauch ist jetzt ganz warm und wohlig“ und wiederhole diese Vorstellung für circa 5-mal mit aller Ruhe. Spüre, wie die wohlige Wärme sich in deinem Bauch immer mehr verteilt. Zuletzt kommt der 5. Schritt. Sage dir selbst: „Mein Kopf fühlt sich ganz kühl und klar an“.
Wiederhole diese Aussage 5-mal und öffne dann, wenn du soweit bist, wieder deine Augen. Wie du vielleicht schon erkannt hast, bedeutet autogenes Training, einzelne Körperabschnitte mit bestimmten Suggestionen zu belegen. So wechseln sich zum Beispiel Wärme, Kühle, Schwere und Leichtigkeit ab. Es gibt noch eine Reihe an anderen Suggestionen, die du in dein Training einbinden kannst. Unser Beispiel soll dir erstmal nur als grobe Anleitung zum Einstieg dienen. Wenn du Probleme mit der Konzentration hast, bietet es sich an, sich auf eine kleinere Stelle zu fokussieren. Wenn es dir also zum Beispiel schwerfällt, deine Beine schwer werden zu lassen, dann starte nur mit einem Oberschenkel und taste dich anschließend an die übrigen Regionen. Zum Schluss möchten wir noch sagen, dass autogenes Training nicht umsonst Training heißt. Je mehr du es regelmäßig übst, umso leichter wird es dir fallen, die entsprechenden Bilder im Kopf und tatsächlichen Empfindungen im Körper zu fühlen. 5 Minuten täglich reichen dafür schon aus. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Es freut mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und sage bis zum nächsten Mal. Das war der Biohacker-Podcast von Prime Estate. Hat dir diese Folge gefallen? Dann gib uns jetzt eine Bewertung und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Außerdem war das hier erst der Anfang. Auf unserer Biohacking-Plattform auf primeestate.de erwarten dich hunderte Fachartikel und eine Vielzahl einzigartiger Nährstoffmixe für mehr Energie am Morgen, Fokus auf der Arbeit, Entspannung im Feierabend und eine erholsame Nacht. Wir sind Prime Estate. We bring energy for life.